Ihr wollt mit euren Quatsch durch die Decke? Da habe ich was. Nach dem Intro. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein neues Video von mir. Mit einer Mütze, die warm hält, ja. Und in dem heutigen Video geht es um einen ATV und Quadheber. Ich habe mir aus Italien mal einen Quadheber, ATV-Heber zum Testen schicken lassen. Ich habe da einen günstigen Preis bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal einblenden muss darum. Und um was genau? Es geht um einen ATV und Quadheber der Firma Omkrop. Die sitzen in Italien. Link natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr auch interessiert seid. Und am besten, ich zeige euch erstmal, wie sie geliefert wurde und wie man sie zusammenbaut. Und dann zeige ich euch mal, wie ich meinen Quad hier damit dann hochhebe. Schauen wir uns mal an. So, geliefert wird er auf einer Europalette. Versandkosten kommt halt viel später. Zeige euch dann noch die Aufschlüsselung. Aber jetzt packe ich es erstmal schnell auseinander. Wie gesagt, wir haben einmal diesen Wagenheber, oder das ist ja eigentlich schon fast eine transportable Hebebühne. Ja. Das sind zwei Teile. Das ist einmal der Heber selber und einmal das Oberteil, was dann für Quads und ATVs ist. Gucken wir uns das mal zuerst an. Machen wir das mal auf, wa? Machen wir auf. So, da haben wir hier schon mal ein Spanngurt. Okay. Noch was drin? Nee. So. Nicht mehr drin. Weg damit. Ja, das ist das Oberteil. Und das soll für das Quad sein. Preise kommen nachher auch später noch. Zeige euch dann noch, was die gekostet hat. Ach, Spanngurt kommt wahrscheinlich hier drum zum Sichern. Hier sind nämlich Schlitze drin. Die sind aber scharfkantig. Okay, hier hinten ist auch ein bisschen scharfkantig. Also, man sieht, dass man da mit der Flex langgegangen ist. Aber eigentlich, ja, das sollte normalerweise noch mal zusätzlich eine Beschichtung haben, damit es nicht rostet. Ja, also hier ist es scharfkantig, merkt man wirklich. Das ist schon mal ein kleiner Minuspunkt. Schauen wir uns das mal an. Weiter. Der Heber. Hier habe ich schon mal einen Schaden. Hier ist die Schutzfolie ab und der Lack. Das ist natürlich ärgerlich, aber ist eh bloß der Lack. Und da bei mir der Lack auch schon ab ist, drauf geschissen. So, ich packe das schnell mal aus. Ihr müsst ja nicht zugucken, wie das aufreißt, oder? So, das ist ja die Stange zum Hochheben. Auch wieder scharfkantig. Ich zeige euch mal. Ich weiß ja nicht, ob man das sieht. Aber man sieht hier einen Rand. Also, hier auch alles sehr scharfkantig. Sieht man auch einen Rand. Man merkt hier einen Grat. Sonst sieht es ganz gut aus. Stange, gummiert, Abdeckkappe. Ja, das sitzt eh nachher drin. Da kommt man nicht ran, eine Schraube hoch. Aber je mal kurz mal. Ja, und dann wird es in Ordnung. Gut. So. Wie gesagt, wir reden hier über eine Preisklasse, die schon nicht gerade billig ist. Ma? So. Dann muss ich den erstmal irgendwie runterbuxieren und dann. Muss man ja nicht großartig was ändern hier noch, wa? Nee. Ich räume mal schnell mal alles beiseite und dann hättet mal hier gleich dann weiter. Was mir schon mal wirklich toll auffällt, ist, dass alles wirklich hier überall Fett dran ist. Also hier an den bewegenden Teilen sieht man richtig Fett. Das ist okay. Selbst die Aufnahme hat hier drin Fett.
Da kommt ja jetzt der Stützzellerin für das Quad. Der hat hier auch noch eine gefasst, damit man mit der Arretierschraube, die hier unten dran ist, das Teil dann auch arretieren kann, dass er sich nicht dreht. Das ist schon mal gut gemacht. Das stecken wir jetzt einfach mal rein. Passt. Schraube lösen. Drin ist er. Wieder anziehen. Naja. Okay. Also ich habe es jetzt handfest angezogen unten. Also handfest. Und jetzt hat man ein bisschen Spiel. Gut. Okay. Jetzt gucken wir uns mal erstmal noch das andere alles an hier genau. Auch hier stecken wir jetzt den Griff bloß rein. Der wird ja bloß durch die Schraube hier fixiert. Oh, da haben wir ja hier die Stange. Da schrauben wir die Schraube so weit raus, dass sie hier drin nicht mehr sichtbar ist. Dann steckt man das Ding da einfach mal rein. Ja, zu weit. Ja. Gut. Okay. Haben wir auch. Ja, Schweißnähte. Sag mal. Da könnt ihr euch selber ein Bild von machen. Zeige euch mal genauer. Kommt ihr halbwegs rüber? Schweißnähte. Ich sag mal, die werden definitiv halten, aber. Na gut, okay. Was mir schon mal auffällt ist, warum ist denn hier eine Beule drin? Ist die auf der anderen Seite hoch? Ja. Da ist keiner. Gut, hier nochmal eine Nahaufnahme. Lackschäden. Das ist aber beim Transport passiert und nicht jetzt hier schon ab Werk. Ja gut, okay. Dann haben wir jetzt hier den Hebel, womit wir das hochpumpen können. Ja, da pumpt man das hoch. Und hier lässt man das wieder ab. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, die Rollen sind leichtläufig, das ist schon mal gut. So, Zusammenbau ist nicht schwierig. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man mal versucht, einen Quad damit zu heben. Ja, dann wollen wir das Ding da jetzt mal drunter schieben und gucken, ob das doch funktioniert. Natürlich muss man einmal den Schlitten hier arretieren. Dann schieben wir das Ding drunter. So, und da ich ja weiß, dass mein Rahmen ein bisschen gerade und dann hinten vorne schräg nach oben geht, muss ich noch ein Stück Holz runterpacken. Das habe ich bei meinen anderen Wagenheber auch mal gemacht, weil der Rahmen nicht ganz passig ist. Und man sollte darauf achten, dass man das auch so ansetzt, dass man unten an die Wartungsöffnung von dem Ölfilter rankommt. Sonst muss man den nämlich mal umsetzen. Das funktioniert mit diesem Teil ganz gut. Und dann pumpen wir das mal hoch. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn er oben ist. So war mein Alter. Machen wir weiter. Jetzt kommt er schon oben hin. Fertig. So, ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr die 360 Grad Drehung benutzen wollt, müsst ihr die Stange natürlich rausnehmen. Wa? Deswegen habe ich sie nicht festgeschraubt. So, wir haben hier eine Hubhöhe. Ich habe es schon ein paar Mal nachgemessen jetzt.
Die liegt von der Oberkante Metall bis zum Fußboden auf 1,03 Meter. Das ist eine richtig geile Arbeitshöhe. Und das ist schon mal ein Highlight, wo ich sage, die Höhe ist geil. Die Arbeitshöhe ist geil. Steht sie denn stabil? Ja. Ich sag mal, sie wackelt. Aber das liegt einfach nur an dem ganzen Spiel, was wir an dem ganzen Teil haben. Ist okay. Dann werden wir sie mal arretieren. Jetzt rollt sie unten mehr hin und her. Gut. Also die ist ja jetzt, sagen wir mal, auf der Nullphase festgeschraubt, dass sie eigentlich fest sein sollte. Ist sie nicht ganz. Die hat immer ein bisschen Spiel. Ich habe es auch richtig angeknallt. Und jetzt kommt das Highlight. Das fand ich so toll. Nämlich, wenn man die Sicherungsschraube auf der anderen Seite löst, kann man die ganze Kiste drehen. Und zwar um 360 Grad. Das heißt also, nehmen wir mal den Fall an, wir haben hier einen Werkstattwagen zu stehen, hier an dieser Seite, und schrauben gerade hier. Haben das Rad ab, bauen an der Bremsanlage und jetzt sagen wir uns, so, jetzt müssen wir die andere Seite machen. Da zotteln wir nicht den Werkstattwagen rum, sondern wir drehen einfach das Quad rum. Und das geht perfekt. Und schon können wir an der anderen Seite schrauben. Mit dem Werkzeug, was wir hier haben. Das ist geil. Und wenn wir hinten fertig sind, machen wir einfach vorne weiter. Dann drehen wir uns das hier her und schrauben hier. Wir müssen ja nicht mehr viel laufen. Wir werden ganz schön dick denn. Das ist ein Highlight, wo ich sage, das ist cool. Aber jetzt werden wahrscheinlich viele fragen, ja, was ist denn nun der Preis? Rück doch mal raus. Das Ding ist nicht billig. Das Ding ist wirklich nicht billig. Das ist ein Werkzeug, was ein guter Mechaniker eigentlich haben sollte. Also nehmen wir mal an, wir haben eine richtige, ich weiß, dass ihr jetzt unbedingt den Preis wissen wollt, aber ich muss jetzt euch erstmal noch eine Vorgeschichte erzählen. Wenn man eine vernünftige Hebebühne haben will für ein Quad, was eine Werkstatt auch hat, wo das Quad richtig sicher und fest drauf steht, kostet so eine Hebebühne zwischen 2 und 4.000 Euro. Das ist so das untere Preissegment, wo man eine vernünftige Hebebühne bekommt, die dann aber fest an einer Stelle steht. Das ist nämlich das nächste Highlight, was diese Teil hat. Man kann es immer noch hin und her schieben. Wenn man sagt, gut, man braucht längere Tage am Quad und man macht es so wie bei mir hier in der Doppelgarage und das Ding stört, zieht man sie einfach beiseite, macht was anderes und schiebt sie sich dann wieder hin, wo man sie braucht. Das fand ich auch cool. Konnte aber die Billie-Hebebühne auch schon. Nur, dass es hier eben ein bisschen komfortabler ist mit dem Griff, wenn man den anschraubt, kann man es besser hin und her ziehen. Gut, finde ich toll. So, jetzt fange ich wirklich mal an mit den Preisen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, deswegen blende ich es jetzt ein. Ich muss nämlich selber noch nachforschen, was das gekostet hat. Und wir fangen erstmal an mit dem Basisheber. Der Basisheber in Italien, muss ich dazu sagen, in Italien ist der offizielle Verkaufspreis. Und dazu brauchen wir immer noch den Kopf, der oben drin gesteckt wird. Der ist extra. Der kostet dann nochmal. Und dann kommt Versandkosten zu. Der wird per Spedition geliefert, hat einwandfrei geklappt. Die haben mich angerufen, haben gesagt, da und den Tag kommen wir und ist dann da und hat wunderbar geklappt. Ging gut. Habe aber auch ein paar kleine Lackstellen hier drauf, weil ich jetzt gleich zwei bestellt habe für Marc gleich mit. Der wollte auch so ein Ding haben. Und wir testen die jetzt auf Langzeit, ob zur Vertauung oder nicht. Da kommt wahrscheinlich nochmal irgendwann ein Video dann oben in der Ecke jetzt, wenn da ein Langzeitvideo kommt. Jetzt noch nicht natürlich, weil dieses Video ja noch neu ist. Und jetzt haben wir erstmal die offiziellen Preise. Auf diese Preise kommen in Italien noch 22% Mehrwertsteuer. Die müssen wir natürlich auch bezahlen. Außer ihr seid ein Händler und habt ein EU-Steuer, was ich nochmal, wie das heißt da, keine Ahnung, ich blende mal ein, wie das heißt. Und dann könnt ihr natürlich die Steuer sparen. Wenn ihr ein Händler seid, kriegt ihr natürlich auch andere Konditionen für die Dinge, aber. Und klar, ist jetzt sehr teuer. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt 2, 3 Durchsichten alleine mache, die ich schon gemacht habe, spare ich pro Durchsicht ungefähr, sagen wir mal, 200 bis 300 Euro. Weil ich ja alles selber mache. Das sind einfach mal eine normale Durchsicht, kann man sagen, kostet die beim Händler so 400 bis 600 Euro, je nachdem, was ich für ein Modell habe. Ich bin jetzt mal von 500 Euro ausgegangen. Alle Flüssigkeiten, Zündkerzen wechseln, Luftfilter,
abschmieren, was halt im Serviceplan drin steht, dann bezahlt ihr so um einfach mal eine Fixnummer 500 Euro. Wenn ihr das selber macht, bezahlt ihr für ein Material 150 bis 200 Euro. Je nachdem, was ihr für ein Modell habt. Habt ihr KNM oder Polaris, ist natürlich alles ein bisschen teurer. Und dann sparen wir pro Durchsicht, die wir selber machen, 200 bis 300 Euro. Je nachdem, was ihr für ein Modell habt. Wenn wir drei Durchsichten gemacht haben, haben wir auf jeden Fall das Geld für diesen Heber wieder raus. Aber wie gesagt, das lohnt sich auch wirklich nur für welche, die wirklich viel selber schrauben. Für welche, die nur mal ab und zu mal einen Reifenwechsel machen wollen und so was. Das sind Dinge zu teuer. Da gibt es billigere Alternativen. Auch in der Videobeschreibung. Da macht so mal ein billiger Warengeber. Aber wer selber schrauben will oder schraubt, ist das eine gute Alternative. Das ist so ein Hybrid zwischen Hebebühne und Warengeber. So ein Zwischending. Ein übergroßer Warengeber. Ja. Wichtig, was ich auch toll fand, ist, dass sie mir die Information gegeben haben, dass alle Teile, die hier an diesem Teil benutzt werden, also alle Hydraulikzylinder, die Hydraulikpumpe, alles, was hier dran ist, wirklich in dieser Firma auch produziert wird. Die bauen das alles selber. Da wird nicht zugekauft irgendwie, made in China oder sowas. Nein, die bauen das alles in Italien selber. Und das fand ich schon mal cool. Dann gibt es auch auf jeden Fall keine Probleme mit Ersatzteilen. Falls mal was kaputt geht. Ja, das wollte ich nochmal darauf hinweisen. Wie gesagt, gebt mal in den Kommentaren, ob das zu teuer ist oder nicht zu teuer. Ich sehe es eigentlich nicht so. Das Preis-Leistung, ihr seht, ist es okay. Also wenn ihr jetzt ein Händler seid und Quad-Teile vertreibt, dann würde ich mal sagen, schreibt mal diese Firma an und fragt mal, ob ihr da, dass man die mal vielleicht in Deutschland kaufen kann und nicht nur in Italien oder in Österreich. Wie gesagt, Händleranfragen sind erwünscht, haben sie mir ausdrücklich gesagt. Händleranfragen unbedingt. Wir suchen noch Händler für Deutschland, die das Teil vertreiben und auch alle anderen Produkte von dieser Firma. Die haben noch viel mehr. Und wenn ihr jetzt ja eine Privatperson seid und ihr findet keinen, der euch das so günstig anbieten kann, ich mache mal den Link von dieser Firma auch unten in der Videobeschreibung, dann schreibt es an. Aber besser ist natürlich, ihr findet noch ein paar Leute, macht sozusagen so eine Sammelbestellung. Das spart ihr euch schon mal beim Versand ordentlich was, weil die Speditionskosten bleiben ja gleich. Der LKW ist ja groß, da kommen die Dinger drin. Und wenn er vielleicht meinen Namen erwähnt, vielleicht kriegt ihr da noch einen Sonderrabatt. Man weiß ja nie. Ja. Und wie gesagt, sie schicken das auch an Privatpersonen. Aber ihr müsst euch vorstellen, es ist eine große Firma, die produziert die Teile und will da einfach größere Stückzahlen loswerden. Deswegen ist es immer günstiger, dass man mit mehreren Stückzahlen da auch ankommt und anfragt. Wenn noch Fragen sind, einfach rein in den Kommentaren. Ich schaue mal, ob ich sie noch beantworten kann. Und ich werde das Ding jetzt definitiv ordentlich testen. Marek hat auch eine bekommen, der wird sie dann auch testen. Das werdet ihr in seinen nächsten Videos dann auch sehen, dass er das Ding benutzt. Und ja, dann schauen wir mal. Es ist teuer, ja, gebe ich zu. Aber immer noch billiger als eine fertige große Hebebühne für 2.000, 3.000 Euro. Und wer zufrieden ist mit seiner kleinen Hebebühne, behaltet die. Kauft euch so ein Ding nicht, nur wenn ihr braucht. Ja. Also dann sage ich schon mal, vielen Dank, dass ihr jetzt immer noch dieses Video schaut. Ich bin so happy. Ich finde es geil. Ja. Ich lasse jetzt über Nacht ohne die Sicherung stehen. Mal gucken, ob der Hydraulikzylinder auch runtergeht wieder. Weil das hat meine Alte nämlich gemacht. Deswegen war die Sicherung dran. Schauen wir mal. Also sage ich, bis zum nächsten Video. Haut rein.